Minigolf Burghausen, der Freizeitspaß für Familien, Kinder, Vereine und mehr. 18-Loch-Anlage, idyllisch gelegen am Wörsee mit Kaffee und Sonnenterrasse. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen in Altötting. Heute findet der traditionelle Auszug auf die Duldwiese statt. Hinter mir ist schon der Zug angeführt vom Spielmannszug und dann kommen die prächtigen Kutschen. Wir nehmen Sie mit auf diesen schönen Auszugstag. Die Altöttinger Hofduld zählt zu den traditionellsten Volksfesten Bayerns. Tradition, das ist oft ein strapazierter Begriff, doch für Altötting und sein Fest genau richtig. Es ist immerhin bereits das 641. Mal, dass die Vierranten auf den Straßen des Duldplatz ihre Stände aufschlagen konnten. In der Auszeit vom Alltag, auf der Hofduld, mitten im Herzen Altöttings. Am Samstag, den 25. Mai, wurde die Hofduld mit dem traditionellen Auszug auf den Duldplatz eröffnet. Die geschmückten Festwägen der Brauerei Hell waren dabei eine absolute Schau. Sebastian Hell, Enkel des Initiators, er erklärt uns die Tradition, die sein Großvater begründete. Ja, zusammengegangen ist, weil mein Opa gesagt hat, wir müssen irgendwie schauen, dass wir die Bierfassle auf Duldasse bringen, an den Duldplatz. Und haben so 1948 angefangen, eben die Duldwiese zu machen, sind mit den Brauereikutschen rausgefahren. Und seit jeher haben wir eben die Brauereipferde, die uns da das Bier rausfahren mit den Kutschen. Das ist natürlich ganz was Spannendes und vor allem, das ist auch nicht üblich, dass für ein Fest eine Brauerei gleich so viele Kutschen erstellt. Wie schafft ihr das immer? Ja, weil wir gute Kontakte haben zu den Kutschern und mittlerweile auch mit der super Zusammenarbeit mit der Stadt Dering. Und unsere eigenen Brauereikutschen fahren uns eben mit unter die Rosterer das Zeug aus dem Duldplatz. Genau. Und jetzt habt ihr ja auch die riesigen Holzfassel dabei und ganz was Besonderes ist ja, dass das Haus Hellbräu nicht darauf verzichtet, sondern aktiv dahinter ist, das Bier muss aus dem Holzfass kommen. Ja, weil es jeher bei uns eine lange Tradition hat und wir selber die Fassel haben und herrichten und reparieren und dann eben frisch abfüllen für die Duld. Und es ist ein schönes Handwerk, macht uns Spaß und es schmeckt dann einfach unglaublich frisch aus dem Holzfassel. Ja, und ich finde, es schmeckt auch besser. Also es schmeckt nicht so, es schmeckt so voller. Auf jeden Fall süffiger. Eine knappe Dreiviertelstunde dauerte es, bis alle Gespanne von der Brauerei Hell hinüber auf den Duldplatz auszogen. Die Kutschen, besetzt mit politischer Prominenz, Geistlichkeit und natürlich den Festwirtsfamilien, wurden fleißig bejubelt. Und schließlich warteten gerade die Kinder auf sie. Nicht ohne Grund. Der Bonbonregen wurde dringend herbeigesehnt. Altöttings Vereine zeigten eindrucksvoll ihre Schönheit. Es marschierten unter anderem die Schützen und der Trachtenverein mit. Natürlich durfte auch eine Altöttinger Besonderheit, der Duldaff, nicht fehlen. Hinter einem schönen Festzug steckt aber sehr viel Arbeit. Raimund Neubauer erklärt uns die monatelangen Vorbereitungen mit den Pferden auf den Zug. Ja, Arbeit ist das schon viel. Wir hängen da den ganzen Winter drauf, bis du die für den Stress, wo du Stress herrichten kannst, dass sie die Gaudi und den Trubel gewohnt haben. Und was sind das für Pferdl? Das ist ein rheinländisches Kalbblut. Wir kommen da in der Nähe von Deggendorf und haben ca. 40 bis 50 Einsätze im Jahr für 6 verschiedene Brauereien. Wahnsinn! Das heißt, ihr seid eigentlich in ganz Bayern unterwegs. Jetzt sind die Pferdl das dann natürlich dann schon auch wieder gewohnt. Aber verlernen die das wieder? Nein, eigentlich nicht. Das ist wie das Radl, von wenn man es mit kann, dann kann man es. Unter Bayerns Bürgermeistern ist es eine unausgesprochene Pflicht und Ehre, die hohe Kunst des Festbieranzapfens zu beherrschen. Altöttings Bürgermeister Stefan Antwerpen hat auch in diesem Jahr wieder routiniert bewiesen, mit 2 Schlägen und einem kleinen Sicherheitsschlag wurde das Holzfass mit dem Altöttinger Duldmerzen eröffnet. Ich hab das schon im Gefühl gehabt, aber ganz sicher war ich mir dann doch nicht, weil ein bisschen halt der Trepp wird. Aber das passt, das Bier geht eh so schnell weiter. 2,5 Schläge als Sicherheitsschlag, der halbe. Ich bin erleichtert. Es war ja auch wieder ein wunderschöner Auszug daraus auf die Hofduld. Wieder mit vielen Kutschen, viel Pferdl,
Schöner hätte es gar nicht sein können. Das Wetter hat passt, genauso wie man es möchte. Das wird es in Zukunft auch noch geben, oder? Auf alle Fälle. Vielleicht darf ich da noch einen Satz drauf verlieren. Die Kutschen sind dann alle so schnell weg, wenn dann offiziell angezapft wird und es angeht. Einfach einen herzlichen Dank an die Kutscherer, an die, die Pferde pflegen und herkommen. Die haben aber einen Haufen Arbeit. Die fahren her, vorher her, dann müssen sie jetzt wieder zurückfahren. Einfach ein Dank für das Herrichten von den Kutschen, die wunderbar geschmückt waren. Das ist einfach ein schönes Beutel bei der Alte Oettinger Hofdeut. Dann gibt es eigentlich nichts mehr dort hinzuzufügen, außer zum Song an alle. Herzlich eingeladen sind alle auf die Alte Oettinger Hofdeut, oder? Herzliche Einladung auf die Alte Oettinger Hofdeut. Ich habe mir gerade noch sagen lassen, es ist die 641. Hofdeut und steht nichts mehr im Weg. Nach einer kleinen Stärkung mit dem ersten Duldmärzen auf der Altöttinger Hofduld ging es weiter zur Eröffnung des Gramminger Weißbierkarussells und natürlich hinüber in Hells Hofduldalm. Festwirt Sebastian Hell begrüßte dort zum süßen Ausklang mit Kaffee und Kuchen. Musikalisch begleitet wurde der Besuch von der Niedergerner Blasmusik. Abends war die Stimmung ausgelassen. Im gut besuchten Hellbräu-Festzelt spielte Tropical Rain die Gäste auf die Bierbänke. Die Partyband Dixie Rockers heizte dem tanzfreudigen Publikum ordentlich ein. Übrigens, mit dem großen Vibraphon sind sie die Überraschung des Abends unter den Partybands. So, Samstagabend auf der Hofduld! Was macht ihr halt noch? Ja, abfeiern auf der Hofduld, ist ja klar, oder? Aber dann schon auch schön im Almstadel, oder? Ja, super, wunderbar, dass das immer so super klappt. Wie war dein Duldtag heute? Ja, was soll ich sagen? Einfach nur schön, gell? Gut gegessen im Hellbrei und ein bisschen über den Platz und jetzt hier wieder schön abfeiern. Sehr gut, ich würde sagen, dann kann man gleich weiter tanzen, oder? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Dann schalten wir mal bis aufs Mikrofon aus. Ja, unbedingt weg damit. Und die Altöttinger Hofduld, eins der schönsten Volksfeste Bayerns, lädt Sie noch bis zum 2. Juni nach Altötting ein. Genießen Sie das Familienfest, wilde Fahrten mit den Fahrgeschäften, Spaß und Unterhaltung bei traditioneller bayerischer Kulinarik. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, mit diesen schönen Feierbildern von Hells Hofduldalm verabschieden wir uns vom ersten Samstagabend von der traditionellen Altöttinger Hofduld. Seien Sie wieder dabei morgen, wenn wir berichten direkt vom wunderschönen Standkonzert mitten aus dem Herzen Altöttings. Bis bald. Minigolf Burghausen, der Freizeitspaß für Familien, Kinder, Vereine und mehr. 18-Loch-Anlage, idyllisch gelegen am Wörsee mit Kaffee und Sonnenterrasse.